Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Alpha Saphir. Wir fangen an heute mit dem Pokédex-Navi mal wieder. Interessant, interessant. Aber diesmal habe ich nicht vor, das Pokédex-Navi zu benutzen, sondern eigentlich hier diesen Forscher anzusprechen. Denn es gibt ja einen Forscher, der einen Knilz sucht. Ja, und dann gibt es noch jemanden, der was ganz anderes sucht. Hallo. Ich wollte dich hier eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödest mir in Blütenburg weil einfach zu lange herum. Die Warterei hat mich ganz krank gemacht. Deshalb knöpfe ich dich jetzt einfach direkt vor. Du bist ein Forscher der Devon Corporation, stimmt's? Dann hast du sicher wichtige Dokumente, die wir brauchen. Rück sie raus, und zwar schnell. Hilfe! Bist du ein Pokémon-Trainer? Da müssen wir helfen, bitte! Was? Was soll das werden? Warum gibst du diesem Wurm etwa Deckung? Wer sich Team Aqua in den Weg stellt, kann etwas erleben. Mir ist es schnuppe, ob du noch ein Kind bist. Ich werde keine Gnade zeigen. Hopp, jetzt wird gekämpft. Die geballte Faust gegen den Matrosen Aqua-Rüpel. So, bin mal gespannt, was du zu bieten hast. Ein Pfiffchen. So, dann hol ich Takeo raus. Pfiffchen ist Level 9, ja. Ich mache Absorber. Sandwirbel, okay. Ich hätte es eigentlich eher schon fast damit gerechnet, dass es angreift. Okay, er senkt jetzt wohl eher meine Genauigkeit die ganze Zeit. Wie gesagt, also mein Level technisch sind meine Bomben unterlegen, ne? Mir doch ein bisschen zu riskant werden. Alter, man muss voll nachdenken am Anfang. Das habe ich hier noch gar nicht gehabt. Ich habe aber auch meine Pokémon immer bis Level 10 trainiert, muss ich sagen. Das habe ich diesmal nicht getan. Und es entpuppt sich als ziemlicher Fehler. So, wir senken jetzt erstmal die Genauigkeit, damit hier nicht die ganze Zeit Tackle trifft. So, dann machen wir zweimal Aquaknarre und dann müsste es eigentlich K.O. gehen. Ja. Jupp, das war gut, dass wir Lebensstelle eingesetzt haben. Jetzt ist nämlich der Sandwirbel daneben gegangen. Und das war's für Pfiffchen. So, komm, Takeo musst du mal ein Level dadurch kriegen. Boah. Aber jawohl, 108 Erfahrungspunkte. Gleich zwei Level. Warum auch nicht? Du bist ja richtig stark. Ja, natürlich, was denkst denn du? Ach, du hast dich Nerven mit Team Aqua zu legen. Los, unser Kampf geht in die zweite Runde. Ach, Mann, sieht aus, als wäre mein Pokémon ausgegangen. Aus meiner Revanche wird wohl leider erstmal nichts. Wir sind aber sowieso auf dem Schwung nach Metaros City. Wir haben heute noch nämlich was vor. Du kommst nochmal mit deinem blauen Auge davon. Ha, blaues Auge. Du bist blau gekleidet. Puh, das war gerade mehr als knapp. Ohne dich wären diese wichtigen Dokumente in die falschen Hände geraten. Weißt du was, ich schenke dir was. Ja, ist klar, ist Dankeschön. Ein Superball. Ja, so viel zu dem Thema. Warum auch nicht? Ich nehme gerne EP-Teiler. Alter, super früh mal wieder, ne? Alter, voll krank, ne? EP-Teiler jetzt schon. Also ich glaube, den hat man... Wann hat man den bekommen im Originalspiel? Relativ spät. Also das ist echt super früh. So, dann machen wir ihn einfach an, ne? Also ich will jetzt... Achso, der ist schon an. Ich will jetzt mal kurz was zum EP-Teiler sagen. Ich werde jetzt meinen Pokémon einfach mal auf ein vernünftiges Level mit dem EP-Teiler trainieren. Und danach mache ich dieses Ding aus. Ja, weil ich habe im Pokémon X gemerkt, ansonsten wird es nämlich uninteressant. Aber mit Level 7 und Level 8, ja, da kann man auch durchaus mal den EP-Teiler anlassen. Brauche ich nämlich nicht gegen die permanente wilde Pokémon zu kämpfen. Ich mache das gegen ein paar Trainer und dann habe ich schon ein ziemlich vernünftiges Level. Schnitz wird am meisten EP brauchen aus meinem Team. Mehr als 1,6 Millionen EP, wenn es entwickelt ist, bis Level... Ja, bis Level... Was war denn das? Achso, Blutsauger. Ja, das ist jetzt relativ schlecht, weil zweimal Pokémon gegen Käferattacken anfällig sind. Tja, da muss ich jetzt leider hier auf Sebastian wechseln. Keine andere Wahl. Das ist ja mal richtig bitter. Gegen Käferattacken. Gegen Käferattacken.
Okay. Ihr Arschlochmacher, das müsste auch sehr effektiv sein. Ja, ich glaube, Ninkala mag keine Aquaknarren so gerne. So, Sebastian, Level 11. Was ein Anstieg. Takeo Level 8. Egesam. Auch das ist schön. Zigzags Level 3. Oh, na super. Er braucht schon ein Zigzags Level 3. Ich meine, man kann auch ein Zigzags Level 5 mit Charme haben. Übrigens hat das gerade auch mal ein Item gefunden. Trank. Brauche ich wenigstens keine Tränke permanent zu kaufen. Schon wieder Knilz. Was will ich mit Knilz? Ist doch ein Knilz, oder? Attacken, Schnabel. Zack. Jetzt habe ich mein Schwalbini. In der letzten Folge war das ja... Heieiei. So, unser viertes Pokémon. Ich habe übrigens schon in weiser Voraussicht ein Pokémon abgelegt. Dann machen wir mal Tackle. So. Noch ein Tackle kann ich durchaus riskieren. Ja, es macht Heuler, wunderbar. Dann sinkst du auch noch gerade meinen Angriff. So, dann haben wir Schwalbini wie. Gewitzt! Bälle! Pokéball. Na dann. Eins. Zwei. Nö. Warum auch? Warum auch? Das wäre ja zu einfach. Dann machen wir es gerade nochmal. So, jetzt aber. Wie wollen es mir hier nicht einfach machen? Nee, Schwalbini wehrt sich vehement, in den Pokéball zu gehen. Das gibt's ja nicht. Es gibt's ja nicht. Jetzt hier. Meine Güte. Komm, Pokéball. Zack. Ich weiß gar nicht gerade, was ich falsch mache. Okay. Wenn's mich so rumnervt, bitte, dann kriegst du auch noch eine Status für... Was ein Glück war, das gerade kein Volltreffer. Jo, dann sei halt eben vergiftet. Blub, 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 blub. So, dann hast du jetzt eine Vergiftung, weniger KP. Das dürfte doch jetzt mal für den Pokéball endlich reichen. Schon der vierte Pokéball, glaube ich, wo wir drauf waren. Unglaublich. Eins, zwei, drei. Geht doch. Meine Güte. Suri erreicht noch Level 9. Unser wunderbares Zigzag erreicht noch Level 4. Und ein Eintrag für Schwalbini im Pokédex. So wie es gehört. Schwalbini ist noch klein, es hat gerade erst sein Nest verlassen. Daher fühlt es sich manchmal einsam und weint nachts. Dieses Pokémon ernährt sich von Wampel. Dieses Pokémon ernährt sich von Wampel. Kein Wunder, dass hier keine Wampels mehr rumgammeln. Bis jetzt habe ich noch keins gesehen. Es wird alles von Schwalbini aufgefressen. ja. Übrigens kann ich jetzt nicht mehr lesen. Ich habe so eine wunderbare Handschrift, müsst ihr wissen. Ich kann nicht mehr lesen, welchen Spitznamen ich ihm jetzt geben wollte. Ob es jetzt Fruffy oder Truffy war. Ich finde aber, Fruffy hört sich irgendwie besser an. Also heißt es einfach Fruffy. Und wahrscheinlich ärgert sich derjenige, der es vorgeschlagen hat, dass ich es jetzt falsch aufgeschrieben habe. Und jetzt das Pokémon Fruffy heißt. Egal. Jetzt heißt es einfach Fruffy. Und falls es Truffy heißen, sollte, du weißt, welches Pokémon ich jetzt damit meinte. So, tauschen. So, vier Pokémon bereits im Team, die ich trainieren will. Also, so muss es laufen, ne? Hier spricht das Blütenburg-Kommando, könnt ihr mich hören? Kommandant Wolfgang, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Die Mission ist fehlgeschlagen. Wir sind auf unerwartete Probleme gestoßen. Jawohl. Ja, verstanden. Ich werde weitere Nachforschungen anstellen. Puh. Dieser Trainer hatte ganz schön was auf den Kasten. Oh. Dich kennen wir ja noch gar nicht. So, dann pflücken wir doch mal ein paar Bärchen.
So, wir müssen aber auch mal ein bisschen vorankommen. So, Persifbeeren. Ich glaube, unser erster Doppelkampf wird gleich kommen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Jo, meinetwegen. Ich will jetzt nicht unbedingt einen Pokémon fangen. Deswegen ist das jetzt auch nicht so dramatisch. Hier gab es sehr, sehr viele versteckte Items. So, und ein wildes Pokémon gibt es natürlich auch. Das erste Wampe, glaube ich, das wir sehen. Das wurde ja von Schwalbini aufgefressen. So, Takeo ist Level 8, ist aber nur mit 13 KP vertreten. Also wir sollten aufpassen. Nochmal ein wildes Pokémon, okay. Wieder Wampel. Scheint wohl nicht so viel Schwalbinis hier zu geben. Level 4. Nö. Gegen Wampel wollen wir nicht kämpfen. So, das nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, ein weiteres Item müsste... Alter, wie viel wilde Pokémon hier auftauchen. Unglaublich. Ich gehe zwei Schritte und dann kommt wieder ein wildes Pokémon. Schwalbini Level 5. Oh, das ist schnell, ne? Ja. Puh. Nee, da ist nichts mehr. Das war wieder Wingull. Das hat man übrigens auch wunderbar gehört. Wampel! Level 5. So, jetzt will ich aber in den Laden rein. Das habe ich jetzt euch schon die ganze Zeit gesagt. Dann machen wir das jetzt auch mal. Wunderhübsch ist er geworden. Ach ja, so herrlich und floral, wie er einst doch war. Was? Kartennavi-Option Bären aus, wie ist da? Es gibt also eine Kartennavi-Option Bären. Eine Baron-Beere. Ich glaube, die haben wir bis jetzt noch gar nicht bekommen. Süßigkeiten, ja, die sind für die Pokémon-Wettbewerbe entscheidend. Und eine Weimarkanne. Ganz klassisch, gibt's auch noch oben drauf. Bären sind irgendwie Überlebenskünstler. Was möchte ich denn über Bären lernen? Bitte verwandle die ganze Welt in ein Bärenmeer aus Blüten und Floralem. Oh, die Lady sieht ja mal cool aus. So, Zickzacks, das müsste Level 8 sein. Weil die waren beide gleich stark, soweit ich weiß. Level 10. Okay. So, Tackle, das wird einiges abziehen. Komm. Ah, wie ich es mag und lieb. Ja, jetzt muss ich Strang spielen, ne? Weil normalerweise wäre jetzt genau Egelsamen das gewesen, was ich gebraucht hätte. Du hättest ja auch mal paralysiert werden können oder so durch den Tackle. So, das ist mir relativ schnuppe, was du jetzt mit meinem Angriff anstellst. Ich will sowieso absorber einsetzen. So, jetzt Egelsamen, hopp. Ja, es geht doch. Sehr gut. So, dann machen wir jetzt noch Stahlsporen, um uns weiter rumzunerven. Und so gehen langsam aber sicher dann KP von Zigzags flöten. So, starre Spore. Jetzt sehen wir es auch noch. Dass ich hier überhaupt strategisch kämpfen muss, zeigt doch schon, ja, ich glaube, der Schwierigkeitsgrad hat nicht wie erwartet abgenommen, sondern angezogen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die jemals hier auf Level 10 waren. Blende mal kurz Retro-Trivia ein. Ist übrigens sehr gut angekommen, dass ich das gemacht habe. Ich habe überwiegend Positives aus den Kommentaren entnommen. Ich werde das dann dementsprechend auch vermehrt machen. Also ihr dürft euch auf so kleine Retro-Einschwenke durchaus freuen. Das werde ich nämlich in jedem Part mindestens dreimal machen.
Wenn nicht sogar öfters. So, langsam aber sicher gehen jetzt endlich mal die KP von Zigzags nach unten. Ja, Egesam und Paralyse ist schon echt nervig. Vor allen Dingen, wenn man nur ein Pokémon hat und nicht austauschen kann. Das ist natürlich dreimal nervig. Ach, verdammt. Das hatte ich ganz vergessen. Was ein Glück, habe ich immerhin Egesam ausgelegt. Das zieht dann die KP umso mehr ab. So, dann hole ich jetzt mal Sebastian raus, damit das hier mal ein bisschen beschleunigt wird. Sehr schlimm. Ich kämpfe hier schon 2 Minuten gegen Zigzags. So, Angriffssenkung interessiert uns nicht. So, KP sind auch wieder voll. Können wir jetzt Aquaknarre draufhauen. Alter, Zigzags ist auch verdammt schnell, ne? Bis jetzt schneller als jedes meiner Pokémon. Gut. Ich meine, Hydropi ist jetzt auch nicht unbedingt das schnellste Starter-Pokémon, was man wählen kann. Ich glaube, Gekabor müsste das schnellste sein. Sicher bin ich mir da aber nicht. Es kann auch mittlerweile Logok sein. So. Da haben wir jetzt endlich mal Zigzags besiegt. Das war auch eine schwere Geburt. Level 9 für Takeo. Fluffy Level 6. Elbasto, das keine Attacke kann, Level 6. Auch das Zigzags erlernt noch schnell einen roten Schlag. Und es gibt haufenweise Cash auf die Hand. So, jetzt aber müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Zack, zack. Schnell, schnell. Der Kampf hat ja ewig gedauert. Loturzel wird eingesetzt. Vielleicht hat Gnitz auch einen besseren Angriffswert. Das ist natürlich dann schlecht, wenn ich hier die ganze Zeit mit Absorber angreife. Das werden wir jetzt einfach mal gerade überprüfen. Angriff und Spezialangriff sind identisch. Also eigentlich müsste es durch den Step Absorber sogar mehr abziehen. Ja, ein Viertel der KP würde ich jetzt sagen. Jo, Land auch noch im Volltreffer. Gucken wir mal, wie viel Tackle zum Vergleich abzieht. Bisschen mehr, würde ich jetzt fast sagen. Jetzt kriegt es aber auch noch den KP dazu. Wahrscheinlich überlebt es jetzt auch noch mit dem. Komm. Ja, man muss auch bedenken, Tackle ist mittlerweile eine 50er-Attacke. Das war nicht immer so gewesen. Wenn ich überlege, Tackle war damals eine 35er-Attacke und konnte noch daneben gehen. Ja, die Zeiten haben sich geändert. So, Pfiffian. Mit Feuerzahn. Ich wusste doch irgendwie, der Feuerzahn würde uns irgendwas noch bringen. Weil jetzt gegen Knilz hätte ich durchaus Probleme bekommen. So, Feuerzahn ist natürlich sehr effektiv. Sporenwirt wirkt und... Oh Gott. Ach, das ist so nervig. Das gibt's ja nicht. Warum schlafen? Alle anderen Statusveränderungen wären gut gewesen. Ach, jo. Das muss ich auch nochmal tauschen. Das ist... Ach Gott. Ich würde ja jetzt auch Schwalbini tauschen, aber es ist vergiftet. Es unterliegt es genauso wie mein Suri im Moment auch eine Statusveränderung. Komm. Ach du lieber Himmel. Grundgütiger. Das zieht ja fast gar nichts ab. Komm. Ich finde es übrigens interessant, dass bis jetzt Sporenwirt von keiner der beiden Knirze wirkt. Wahrscheinlich kommt der Teufel raus und Sporenwirt wirkt gleich. So, komm. Wahrscheinlich, wenn ich es besiege, hä? Geht doch. Knirz besiegt. Meine Güte, was eine Geburt wieder. Level 10. Ja. Level 12 für Sebastian. Gesichte, das brauchen wir nicht. Fluffy Level 7. Und die liebe Göre ist in Grund und Boden gestampft. Schön. So, jetzt muss ich aber leider eine Maronbeere geben. Schlecht. Es fängt nicht so toll an, wie ich gedacht hätte. Meine Pokémon sind permanent irgendwelchen Statusveränderungen unterlegen. Ja. Eigentlich hätte ich im Beutel bleiben können. Ich kann nämlich gleich noch einen Trank hinterhergeben.
So, und das passt auch haargenau auf Takeo. 20 KP, so viel hat's verloren, so viel hat's auch wieder dazu bekommen. Lassen wir uns doch einfach mal vom ersten Doppelkampf überraschen. So, ich bin mal gespannt. Gina und Mina, Loturzel und Samurzel. Gegen Takeo und Sebastian. Was nicht unbedingt die optimale Kombi ist. Wir sollten uns als allererstes um Loturzel kümmern. Ich muss einfach mal ganz knallhart sagen, Sebastian ist in diesem Kampf sehr schlecht. So, machen wir das jetzt erstmal hier eine kleine Korrektur. So, Tackle auf Loturzel. Es war mir fast klar, dass du jetzt hier natürlich Suri nimmst. Tackle nochmal auf Loturzel und wir machen jetzt nochmal Feuerzahn. Da müsste es doch endlich mal K.O. sein, oder? Das war mir fast klar, dass es Geduld einsetzt. Gut. Staune auf Knilz. Natürlich auch noch ein Volltreffer. Das erste Mal, wo Feuerzahn Verbrennungen ausführt. Auf dem Pokémon. Erleidet. Erleidet wäre natürlich schlecht gewesen. So, Level 10 für Suri. Suri erlernt Biss. Das wird auch mal dringend notwendig. Fluffy kommt auf Level 8. Elbast auf Level 7. Und erlernt Sandwirbel. Es kann immer noch nicht angreifen. Es kann jetzt 4 Attacken, die nicht physisch oder speziell sind. Schön. Dann machen wir jetzt einmal Stachelspore auf Samurzel. Und wir machen einmal Jauler. Weil es speichert natürlich noch Energie. Achso! Pflanzen-Pokémon. Geht ja nicht mehr. Geht ja nicht mehr seit der 6. Generation. Ich weiß gar nicht, ob Eresam noch geht. Aber ich glaube, es geht auch nicht. Tja, erzeugt Energie. Auch das funktioniert nicht mehr. So, dann machen wir es jetzt einfach mal so. Jaule hat den Angriff erhöht. Und jetzt müsste es doch mit Tackle und Feuerzahn doch endlich mal K.O. gehen. Hey, jetzt muss es K.O. gehen. Ansonsten geht eins meiner... ansonsten geht nämlich eins meiner Pokémon K.O. Puh, gut, dass ich meinen Angriff erhöht habe. Das hätte nämlich durchaus schief gehen können. Takeo Level 11. Warum kein Angriff? Warum kein Angriff? Du bist doch so ein Kampftyp, du brauchst Angriff. Ich kann mir fast denken, dass der... das Wesen ganz schlecht ist. Oh. Dann müssen wir mal dringend überprüfen. Verteidigung sinkt und Initiative steigt. Warum hast du 0 Angriff dazu bekommen? Was soll das? Dieser Angriffswert dieses Pokémon ist ziemlich miserabel. Wahrscheinlich würde das stehen, wenn ich zum TV-Berater gehe. Ach nein, Mann. Ärgerlich. So, gib mir eine Beere. Eine Maronbeere, die wir übrigens gerade ausgegeben haben. So. Nein, nicht pflanze eine Beere. Ich will gar keine Beere pflanzen. So, erstmal die ganzen Beeren pflücken. Dann brauchen wir eigentlich. Sinebeere ist voll praktisch. Am Anfang zumindest. Meine Güte, der Part geht ja mal wieder ziemlich lange. Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Du hast nie von mir gehört. Na, dann müssen wir sehen, welche tollen Pokémon ich habe. Carpador. Oh je. Es steht übrigens im Pokédex-Eintrag, soweit ich weiß. Es ist das nutzloseste Pokémon überhaupt. Es entwickelt aber sich immerhin zu dem mächtigsten Pokémon. Oder einem der mächtigsten Wasser-Pokémon, das ich kenne. Garados. Deswegen, so unnütz ist es dann doch wieder nicht. Der Absorber macht schon massiven Schaden auf Carpador. Er besiegt es aber nicht. So, jetzt aber. So, Carpador besiegt. 60 Erfahrungspunkte. Nö. Wir wollen nicht wechseln. Ich glaube, das ist anbetracht seines Teams auch nicht unbedingt notwendig. Platsch mal rum. Ich glaube, der Platscher macht sogar in Pokémon Misty wieder einen Schaden, wenn er auf ein Feld des gegnerischen Pokémon trifft.
Aber ja, was ein Glück. Wir sind nicht im Boom und Misty Dungeon, sondern in Alpha Saphir. Somit macht Klatscher gar nichts. Nichts. Niente. Es ist nutzlos. Es könnte auch so genauso gut gar keine Attacke können. So, noch ein Carbador. Wunderbar. Schön. Anmutig. Klatscher. So, nochmal. Und dann war es das auch. Carbador wurde besiegt. Oh. Level 13 für Sebastian. Fluffy Level 9. Ruckzuckieb. Und das war's für den Angelo-Angler. Ziemlich unnützer Angler. Schade, dass man das zu einem Angelo sagen muss. Das war nicht immer so gewesen. Metaross City, der erste Einblick vom Rand. Und ja, ich würde mal sagen, meine Damen und Herren, bevor wir jetzt Metaross City erkunden, in Angesicht der Tatsache, dass der Part doch relativ fortgeschritten ist, würde ich doch sagen, es ist eine gute Stelle, um mal hier auf Wiedersehen und Ende zu sagen. Für diesen Part ist jetzt hier nämlich Schluss. Liken und favorisieren nicht vergessen. In der nächsten Folge erkunden wir die gigantische Stadt wahrscheinlich, Metaross City. Sie wird nämlich riesengroß sein und da gibt es auch einiges zu entdecken, da bin ich mir ganz sicher. Liken und favorisieren nicht vergessen. Ich bin jetzt erstmal weg. Euer Pokémon Tutorial TV. So, hier sind zwei Videos, die für euch sicherlich ganz interessant sind, nämlich Pokémon Schwarz 2, der erste Teil, und wie sollte es anders sein, die Pokémon-Mythen-Reihe mit dem erfolgreichsten Titel, das Lavandia-Syndrom. Einfach auf das jeweilige Symbol draufklicken und schon seid ihr beim jeweiligen Video angelangt.